Das hier habe ich in den letzten Jahren über 300 Mal hinter mich gebracht und in diesem Video zeige ich euch die 7 Schritte, die ich dabei gelernt habe. Hey Freunde, ich nehme euch heute mal mit zum Eisbaden und zeige euch den perfekten Ablauf dabei, sodass ihr alle Benefits mitnehmen könnt und einfach ein richtig schönes Abenteuererlebnis daraus mitnehmt. Wir haben überragende Bedingungen. Es ist richtig kalt, es sind glaube ich minus 4 Grad, aber trotzdem scheint die Sonne. Und weil es heute Nacht geschneit hat, dachte ich mir, ich probiere mal die ultimative Variante von einem Eisbad aus. Hier haben wir nämlich das schöne Wasser, was direkt aus den Bergen kommt. Und zusätzlich ist das ein Fließgewässer. Und wenn ihr schon mal in einem Fluss baden wart, dann wisst ihr ganz genau, dass es viel schwerer ist als in einer Eistonne. Und hier haben wir noch ein ganz besonderes Feature, nämlich diese kleine Stufe hier vorne. Und das wirkt gleich im Wasser wie so eine Art Wasserfall. Das heißt, die komplette Körperwärme wird von mir weggespült und es wird mal so richtig kalt, aber dementsprechend auch eine Hammererfahrung. So, bevor ich jetzt gleich reingehe, werde ich aber erstmal ein bisschen Atemtraining machen und ich nutze dabei vor allen Dingen das Power Breathing von Wim Hof. Wim Hof ist ja so eine Art Eisbademessias und diese Atemtechnik lässt sich super kombinieren mit dem Kältebaden. Allerdings solltet ihr dabei auf jeden Fall darauf achten, dass euch warm bleibt. Deswegen habe ich hier auch ein kleines Kissen für mich mitgebracht. Es ist nämlich wirklich keine gute Idee, Eisbaden zu gehen, wenn ihr schon komplett am Zittern seid. Also schaut auch, dass ihr wirklich warme Kleidung mitbringt. Ihr seht, ich habe die Mütze an, ich habe meine Handschuhe noch an, ich habe eine dicke warme Jacke. Und so macht das Ganze dann auch Spaß. Für das Power Breathing selbst findet ihr am besten eine aufrechte Sitzposition, die trotzdem relativ entspannt ist. Das heißt, ich würde mich nicht unbedingt anlehnen. Ihr könnt die Hände auf den Beinen ablegen und für eine genaue Anleitung der Atemtechnik verlinke ich euch hier nochmal das Video von Wim Hof selbst. Aber vereinfacht gesagt, es ist ein sehr bestimmtes Ein- und Ausatmen, was man 30 Mal wiederholt, also 30 Atemzyklen. Und danach atmet man einmal entspannt aus und hält dann die Luft. Was durch dieses starke und volle Ein- und Ausatmen passiert, ist, dass sich der Körper mit Sauerstoff anreichert. Deswegen kann es durchaus auch sein, dass ihr manchmal so ein bisschen dieses leicht schummerige, vielleicht taube oder kribbelnde Gefühl im Körper bekommt. Ich habe das manchmal in den Zähnen oder in den Fingern. Und deswegen ist es zum Beispiel auch super wichtig, dass ihr diese Technik nur im Sitzen durchführt und nicht im Stehen und auch auf gar keinen Fall im Wasser. Ihr könnt diese 30 Zyklen plus die Atempause dann für mehrere Runden wiederholen und so heizt sich der Körper so richtig schön von innen auf. Und gleichzeitig habt ihr dabei auch einen hormonellen Einfluss auf den Körper. Da gibt es echt interessante Studien von dem Wim Hof, die zeigen, dass zum Beispiel sogenannte Interleukine ausgeschüttet werden, die sogar dabei helfen können, Krankheitssymptome zu lindern. Nach dem Atmen und vor allen Dingen in diesen Atempausen könnt ihr auch schon richtig gut versuchen, die Achtsamkeit in diesem Moment zu finden. Was ich damit meine, ist, dass ihr wirklich in den Körper hineinspürt, was ihr da an Empfindungen wahrnehmen könnt. Und genauso um euch herum einfach mal wahrnehmen, wo ihr seid. Versucht die Geräusche wahrzunehmen, die Gerüche, das, was ihr seht. Und so kommt ihr schon so richtig in diesem Moment an. Und das ist auch ganz wichtig fürs Eisbaden, weil wir da auch richtig präsent sein wollen. Und als nächstes geht es dann wirklich in das Wasser hinein. Da habe ich auch noch ein, zwei Tipps für euch. Wenn ihr euch auszieht, solltet ihr als letztes die Hose, die Socken und die Schuhe ausziehen, weil die Füße tendenziell immer am kältesten werden. Ich versuche auch meine Kleidung immer schon so hinzulegen, dass ich sie danach richtig gut wieder anziehen kann. Das heißt, in der Reihenfolge, wie ich sie auch wieder anziehen will, da ist es nämlich genau umgekehrt. Wir wollen als erstes die Schuhe, Socken und die Hose anziehen, sodass diese Körperteile auch direkt wieder warm werden. Und natürlich solltet ihr auch euer Handtuch bereitlegen, das braucht ihr nämlich als allererstes. So, jetzt sollte es natürlich schnell gehen. Und ein ganz wichtiger Tipp ist, dass ihr direkt mit dem ganzen Körper ins Wasser geht. Sonst wird es nämlich viel schlimmer und euch wird schon an den Füßen und an den Beinen so kalt, dass es danach gar nicht mehr gut funktioniert. Ach, jetzt muss ich hier mal gerade konzentriert sein, dass ich sehe, wo ich hintrete. Ach, herrlich. So, und jetzt geht's mit dem ganzen Körper ins Wasser. Und jetzt heißt es, über die Atmung runterregulieren, lange ausatmen und ankommen. Seid wie gesagt völlig präsent in dem Moment
Ja, es tut vielleicht weh, aber was ist Schmerz überhaupt? Versucht mal so richtig zu spüren, welche Empfindungen ihr wirklich wahrnehmen könnt. So, und am Ende, da versuche ich immer noch mal als richtigen Frischekick einmal den Kopf unter das Wasser zu bekommen, weil das noch mal das Erlebnis sowas von viel cooler macht. Also, let's go, Freunde. Okay, so, jetzt geht's gleich wieder raus. So, jetzt nicht überhastet rausgehen. Das sind nämlich die Momente, wo man sich sonst manchmal noch wehtut. Also schön kontrolliert, aber natürlich trotzdem zügig und bestimmt aus dem Wasser kommen. Jetzt trockne ich mich direkt ab und ziehe mir die Sachen wieder an. Aber danach geht es direkt in Bewegung. Das heizt den Körper nämlich schön wieder auf nach dem Eisbad und hilft euch, dass euch auch danach nicht so kalt bleibt. Das ist nämlich eine Frage, die ich häufig bekomme. Ist es normal, dass einem danach den ganzen Tag kalt ist? Und ja, es ist normal, aber ihr könnt das Ganze ein bisschen schmälern, indem ihr direkt in Bewegung kommt und direkt wieder versucht, den Körper zu aktivieren. So, angezogen bin ich wieder. Und was mir dabei immer wieder auffällt, ist, dass es echt wichtig ist, dass man Kleidung hat, die man schnell anziehen kann. Also am besten nichts eng anliegendes, was vielleicht dann gerade mit der etwas feuchten Haut noch richtig schwer und langwierig anzuziehen ist. Und für das Aufwärmen und für die Bewegung nutze ich persönlich am liebsten einfaches Hüpfen auf der Stelle. Lasst dabei einfach alles locker und schüttelt die ganze Spannung aus euch weg, die sich im Alltag so ansammelt. Und vor allen Dingen über diese Wadenpumpe, also dieses Anspannen und Entspannen der Wadenmuskulatur, wird die Durchblutung jetzt so richtig schön angekurbelt und das heizt euch langsam wieder auf. Und als zweites finde ich einen Move einfach Hammer. Der kommt von Conor McGregor, dem MMA-Kämpfer. Und der lockert auch nochmal so richtig schön den Oberkörper und bringt auch einfach psychisch nochmal eine gute Atmosphäre rein. Ich habe mir zum Abschluss heute auch noch einen schönen Tee mitgebracht. Und den genieße ich jetzt so richtig schön, um auch zusätzlich von innen weiter aufzuheizen. Mit dem ganzen Film wird mir nämlich gerade ganz schön kalt. Also Freunde, Prost, aufs Eisbaden. Geheimtipp, packt nicht nur kochendes Wasser rein, sondern auch noch ein bisschen kaltes Wasser dazu, sodass ihr den direkt trinken könnt, sonst ist er zu heiß. Boah, da geht es einem direkt schon viel besser. So, jetzt geht's wieder ab nach Hause. Schaut mal, da hinten sieht man noch die Berge, aus denen das Wasser kam. Das Beste am Eisbaden, finde ich, ist einfach das Abenteuer und das Erlebnis, was man dabei hat. Aber natürlich hat das Kaltbaden auch sehr viele andere körperliche und psychische Vorteile. Und wenn ihr das selbst auch mal ausprobieren wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dieses Video von mir noch anzuschauen. Da habe ich nämlich im Detail alle Vorteile aufgelistet und erklärt. Ich weiß auch, dass nicht jeder so eine schöne Naturbademöglichkeit wie ich hier gerade in der Umgebung finden kann. Und natürlich mache ich das auch nicht auf täglicher Basis, sondern da habe ich meine Eistonne zu Hause auf dem Balkon. Und in der Beschreibung verlinke ich euch auch mal eine Eistonne, die ihr genauso zu Hause oder im Garten nutzen könnt. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was euch am Eisbaden am meisten interessiert und wie ihr das Ganze für euch selbst nutzt. Und wenn ihr weitere Videos von den spannendsten Sport- und Fitnessabenteuern sehen wollt, die ich finden kann, dann abonniert auf jeden Fall auch den Kanal. Und in diesem Sinne freue ich mich aufs nächste Video. Bis bald, euer Philipp. Ciao.